Ja, willkommen zur 9. Lerneinheit Welche Zukunft? In der Episode 1, die ich Ökonomie des Hungers benannt habe. In dieser Episode wollen wir noch etwas mal genauer uns den ökologischen Fußabdruck ansehen und herleiten. Sie werden ihn dann erklären können. Sie können erklären des Weiteren, dass der Hunger nicht nur in einer absoluten Dimension existiert, sondern wir auch von einem relativen Hunger reden müssen, wenn es davon geht, sich zu überlegen, was faire Teilhabe ist. Und Sie können nach dieser Episode genauer die Rolle von Gemeinwesen und Kultur im Rahmen unserer Gesamtzielsetzung und Problemdimension einordnen und erläutern. Nun, wir haben eben aufgezeigt, gerade in der letzten Episode, dass eine entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie wir eine Antwort geben auf die Zauberformel der Nachhaltigkeit genug für alle und für immer. Und die Kernproblematik hinter dieser Zauberformel ist natürlich die Begrenztheit des natürlichen Lebensraums. Denn das, was wir ganz zu Anfang der ersten Lerneinheit aufgezeigt haben, ist ja, dass wir die zwei wesentlichen Komponenten Natur und Kultur haben, die unsere Wertschöpfungsfähigkeit beeinflussen, von denen die Wertschöpfungsfähigkeit abhängt, und dass wir Futur gebildet haben und Futur letztendlich eine Wertschöpfungslücke darstellt, und zwar im Hinblick auf Wertschöpfung, die wir zwar versprochen haben, aber von der noch nicht klar ist, ob sie in Zukunft jemals geleistet werden kann. Und wenn man sich jetzt fragt, wie bestimmen Natur und Kultur unsere Wertschöpfungsfähigkeit, dann brauchen wir die Begriffe des ökologischen Fußabdrucks und der Ressourceneffizienz, weil wir müssen uns überlegen, wie viel Natur brauchen wir eigentlich. Und die Ökonomie des Hungers, so wie ich es genannt habe, besteht eben darin, dass eine der Konkurrenzsituationen in der Welt darin besteht, dass wir eine Konkurrenz um Fläche haben. Und zwar Fläche als Repräsentant für Naturressourcen. Denn wir brauchen Fläche, die Natur braucht Fläche, um all die Zutaten zu reproduzieren, die wir mittels unserer Kultur in Waren und Dienstleistungen überführen. Wir brauchen beispielsweise Flächen, damit Wald wachsen kann, weil wir diese Naturleistung Baum pflücken und dann entweder häckseln und verbrennen, das ist Konsum, oder weil wir einen Baumstamm nutzen, um damit anzufangen, eine Küche oder ein Haus zu bauen. Das nennt sich dann Investition. Und es sollte klar sein, ein und dieselbe Naturleistung kann man nicht sowohl konsumieren als auch investieren. Gleichzeitig geht das nicht, sondern wir können einen Baum, den wir fällen, entweder konsumieren oder investieren. Und das heißt, die Naturleistung kann man eben nur entweder für den Konsum mittels Kultur in Waren und Dienstleistungen überführen oder für eine Investition mittels Kultur in irgendwelche Investitionsgüter überführen. Und wie viel Fläche wir brauchen, hängt eben davon ab, welche Ausgangsstoffe wir insgesamt in unseren Wertschöpfungsprozessen nutzen. So brauchen wir jede Menge Wald, um Holz zu produzieren. Wir brauchen auch jede Menge Wiese, um beispielsweise Rinder und Schweine und andere Tiere mit Raufutter zu ernähren. Wir brauchen Wasserfläche und nicht nur Wasserfläche, sondern auch Wasser, das volumenmäßig nach unten geht, das wir jetzt einfach nur mal über die Fläche approximieren. Wasserfläche, damit eben die Fische alle leben können und sich entwickeln können, die wir als Menschen konsumieren letztendlich und mittlerweile überfischen. Wir brauchen genauso Fläche, auf denen wir Energie abbauen, Fläche, in denen beispielsweise
über Jahrtausende, über Jahrmillionen sich Öl gebildet hat. Und worüber bildet sich Öl? Ja, Öl bildet sich darüber, dass CO2 auf anderen Flächen, eben beispielsweise in Wäldern, den Weg zurück in den Naturkreislauf findet, in dem Pflanzenwachstum stattfindet, das CO2 aus der Luft herausfiltert, auftrennt, den Sauerstoff wieder zurückgibt und den Kohlenstoff in fester Form bindet, der dann über Jahrmillionen sich als mögliche fossile Brennstoffe wieder ausprägt. Und ich hatte eben schon angedeutet, dass dieser ökologische Fußabdruck, also diesen Flächenbedarf, den wir haben würden, damit alle Ausgangsstoffe, also insbesondere auch die Energie, dass sich die nachhaltig immer wieder ausbildet, dass der Flächenbedarf, den wir an dieser Stelle haben würden, dass der mittlerweile die Fläche von 1,5 Planeten ausmacht. Und deshalb gibt es eine Konkurrenz um Fläche. In dem Zusammenhang der besondere Stoßrichtung auf das CO2-Problem. Die Hälfte dieses ökologischen Fußabdrucks bestimmt sich im Wesentlichen daraus, dass wir eine entsprechende Fläche von 0,75 Planeten brauchen würden, um das CO2, das wir derzeit in die Luft blasen, um das wieder einzufangen, um in diesen Kohlenstoffkreislauf der Erde zurückzubringen. Das heißt, wenn wir an der Stelle Verbesserungen haben können, dann wäre eben das wunderbar, und dafür müsste man beispielsweise verhindern, dass im Rahmen der Konkurrenz um Fläche Wälder weiter abgeholzt werden. Denn was muss man dabei betrachten? Es ist so, rein prinzipiell könnten wir die alle auf der Welt lebenden Menschen, heute 7,2 Menschen, demnächst irgendwann 9,5 Milliarden Menschen ernähren. Stand heute könnten wir über 10 Milliarden Menschen mit Nahrung, und zwar in der Größenordnung von 1800 bis 2000 Kilokalorien pro Tag ernähren, wenn wir nicht, wie man so schön sagen würde, nein, schön ist es nicht, sondern wie wir sagen würden, wenn wir nicht die Nahrung, die wir da erzeugen, veredeln, indem wir sie in längeren Prozessketten benutzen. Hier spreche ich darauf an, dass eben gewisse Stoffe, die die Natur produziert, wie beispielsweise Raufutter, veredelt werden, so nennen wir das, in Form von Rindfleisch, indem wir nämlich sagen, dass wir Rinder erstmal grasen lassen und dann eben die Rinder unsere Nahrung darstellen. Und insofern stehen eben, weil immer mehr Menschen auf Fleisch essen wollen, dieser Prozess hat sogar einen Namen gefunden, das ist die McDonaldisierung der Welt, dass eben immer mehr Menschen Fleisch essen wollen, das ist eben in diesem Umfeld der Fall. Und es so ist, dass nicht mehr genügend Rauffutterfläche zur Verfügung steht, um diese Rinder und Schweine alle mit Nahrung zu versorgen, die nicht in Konkurrenz zur Nahrung des Menschen steht. Deshalb ist mittlerweile auch die Fläche, die wir für Nahrungsmittel für Menschen anbauen, eine Fläche, die konkurriert um dieselbe Fläche, die wir haben wollen, um Nahrung für unsere Nahrung anzubauen. Das heißt, dass wir Energiepflanzen anbauen, beziehungsweise dass wir Futterpflanzen anbauen, um die Rinder und Schweine nicht mehr nur über Raufutter, sondern mittlerweile auch über Essen zu züchten und über Essen wachsen zu lassen, das in Konkurrenz zu unserem Essen steht. Also, der Punkt ist der, wir haben eine Konkurrenz um Fläche bei dieser Ökonomie des Hungers, bei der eben sämtliche Lebewesen auf diesem Planeten Hunger haben. Und wir könnten natürlich diesen Hunger bezeichnen als einen absoluten Hunger, denn wenn wir nicht genügend Nahrung für uns finden, genauso wie ein Rind nicht genügend Nahrung für sich findet, dann wird es natürlich oder würden wir sterben. Genauso ist das so mit Flüssigkeiten, das heißt, wenn wir nicht genügend Zugriff auf Wasserflächen und damit auf Wasser haben, dann würden wir sterben. Diesen Hunger kann man als absoluten Hunger bezeichnen. Und das Problem ist natürlich, können alle Lebewesen, die leben, eine anthropozentrische Sicht ist natürlich, können alle Menschen, die auf diesem Planeten leben, ihren Hunger, ihren absoluten Hunger stillen? Das ist eben das Problem der Teilhabe.
Genauso ist es aber auch so, bei den anderen Lebewesen zu sehen, wenn immer mehr Menschen leben, haben wir dann noch genügend Fläche und damit genügend Nahrung, um den absoluten Hunger der anderen Lebewesen zu stillen. Und da wissen Sie sicherlich auch, dass das Diversitätsproblem, das Biodiversitätsproblem besagt, dass wir das eben nicht mehr gewährleisten können, sondern immer mehr Lebewesen aussterben. Nun ist das Problem der Teilhabe nicht nur ein Problem der Teilhabe, um den absoluten Hunger zu stillen, sondern das, was man wissenschaftlich ausgearbeitet hat mittlerweile, ist, dass man zur Erkenntnis gekommen hat, dass Hunger nicht nur absolut ist, sondern Hunger ist eben auch relativ. Ein einfaches Beispiel. Ich kann durchaus nachvollziehen, und Sie können das sicherlich auch nachvollziehen, dass wenn Sie in einem sozialen Umfeld weiter als vernünftiges Mitglied und als Mitglied operieren können, mit dem man sich verabreden kann, dann sind Sie heutzutage nahezu gezwungen, ein Smartphone zu besitzen, auf dem die entsprechenden Apps sind, mit denen Sie eben auch wissen, wo man sich eventuell zu einer Zusammenkunft verabredet. Und wenn Sie nicht sozial abgehängt sein wollen, dann brauchen Sie das, weil Sie sonst eventuell gar nicht informiert werden. Und das heißt, ich hatte vollkommenes Verständnis dafür, dass meine Tochter irgendwann mal aus dem Gymnasium nach Hause kam und gesagt hat, du Papa, ich habe Hunger auf ein Handy, ich habe Hunger auf ein Smartphone, ich brauche das, weil sonst verhungere ich. Das ist eine Dimension des Relativen. Und woraus resultiert dieser Hunger? Dieser Hunger, dieser relative Hunger relativiert sich, der resultiert daraus mit dem Umfeld, mit dem wir uns vergleichen. Und das heißt, in einer Gesellschaft, bei der das Konsumniveau so ist, dass ein Smartphone einfach dazugehört, ist eben auch der Hunger nach einem Smartphone etwas, was sich durchgängig durch die Gesellschaft hin diffundiert und dabei verankert. Und das ist mittlerweile so, dass es weltweit sich harmonisiert. Wodurch? Natürlich, weil wir Werbung machen. Das heißt, wir wollen ja unsere Arbeitsplätze sichern und wir wollen den Export fördern. Wir wollen unsere Produkte und Dienstleistungen überall auf die Welt exportieren. Und deshalb nutzen wir Methoden wie Cross-Marketing, wie Cross-Selling, was auch immer, um in Hollywood-Filmen den Leuten klarzumachen, wie das Leben, wie das eigentliche Leben ist und was man alles haben muss, um seinen Hunger zu stillen und seinen relativen Hunger zu stillen. Und welche Auswirkungen das Nichtstillen von relativem Hunger hat, hat man auch in letzter Zeit wissenschaftlich ausarbeitet. Da gibt es eine schöne Ausarbeitung von den beiden Wissenschaftlern Wilkinson und Pickett, die hier ausgearbeitet haben, am Beispiel von den USA, von den reichen Ländern, wie wichtig eine faire Teilhabeverteilung in den Gesellschaften sind. Was haben Wilkinson und Pickett gemacht? Wilkinson und Pickett haben sich angesehen, wie sieht das eigentlich aus von der Teilhabeverteilung? Da gibt es sogenannte Lorenz-Kurven, mit denen man das schön alles darstellen kann, bei denen man auf der einen Skala abträgt, wie viel Einkommen, also über wie viel Einkommen jemand verfügt, und auf der zweiten Skala wird abgetragen, wer die Person ist. Und das heißt, für ein Land trägt man auf der unteren Skala ab die ganzen Personen. Und man trägt dann auf der oberen Skala ab, wie viel die ärmste Person hat. Und dann die Steigerung zur zweiten Person ist dann das Einkommen, was die zweite Person hat. Und die Personen hat man nach Einkommen geordnet. Dadurch kommt man zu einer Kurve, einer Lorenz-Kurve, die eben aufzeigt, wie die Teilhabeverteilung in einer Gesellschaft vom Einkommen und damit eben die Teilhabeverteilung an dem Bruttoinlandsprodukt einer Gesellschaft hat. So, und man kann sich jetzt eben überlegen, je unbalancierter die Verteilung hat, dann sieht die Kurve eben so aus, dass sie einen sehr großen Bauch hat, und bei vollkommener Gleichheit ist diese Kurve eine Gerade. Und was Wilkinson und Pickett herausgefunden haben, ist, dass eine als ungenügend erachtete und als unfair erachtete Teilhabe, und das heißt, wenn der Bauch größer wird, dass die dazu führt, dass die ärmeren Menschen, also diejenigen, die der Meinung sind, dass sie in Relation zu dem, mit dem sie sich vergleichen, und man vergleicht sich eigentlich immer mit dem Segment derer, die genauso reich sind oder die reicher sind als man selbst,
Wenn man dort selber nicht genügend an Teilhabe empfindet, um seinen relativen Hunger zu stillen, dann kompensiert man diese als mangelhaft empfundene Teilhabe darüber, dass man mehr isst, dass man Drogen nimmt, dass man kriminell wird und dass man selbst in jüngeren Jahren mehr Sex hat. Das ist natürlich bezogen auf die Problematik der Jugendschwangerschaften und auch insgesamt der Entwicklung der Bevölkerung oder der daraus resultierenden Schwangerschaftsabbrüche, alles andere als wünschenswert, zumindest wenn wir, so wie wir, ja ein gemeinsames Wertesystem teilen. Das besonders Wichtige auch in dem Zusammenhang von Wilkinson Pickett ist, dass es vollkommen unabhängig ist von dem Konsumniveau, in dem man sich befindet. Deshalb, selbst wenn man so eine Gesellschaft, die räumlich eng zusammen ist, auf einem sehr hohen Niveau hat, wo also der Ärmste beispielsweise viel mehr hat als in irgendeinem anderen, ich sag mal, durchschnittlichen Land der OECD, stellt man dasselbe Wirkungsmuster fest. Das heißt, die Teilhabe Unfairness, wenn die ein gewisses Maß überschreitet, dann sind diese negativen Auswüchse, die eine Gesellschaft als krank darstellen lassen, diese Auswüchse sind unabhängig davon, wie hoch das Konsumniveau und damit eben das gesamte Bruttoinlandsprodukt einer solchen betrachteten Ökonomie oder Gesellschaft ist. Das findet sich also bei Wilkinson Pickett ganz konkret in der Betrachtung aller 50 Staaten der Vereinten Nationen wieder, genauso wie es sich wiederfindet in der Betrachtung der reichen Länder. Die Frage, die man sich dann weiterstellen kann, ist, wie wird denn die Teilhabe in unserer Gesellschaft, in unserer Welt geregelt? Und die Teilhabe ist bei uns geregelt über die Kaufkraft. Das heißt, wenn man bei uns an Waren und Dienstleistungen herankommen will, dann braucht man Kaufkraft. So, und was ist Kaufkraft? Was ist genauer Kaufkraft? Nun, zunächst einmal würde man spontan sagen, ja, wenn einer genügend Geld verdient. Wenn einer genügend Geld verdient und genügend Geld bekommt, dann ist er kaufkräftig. Das ist richtig, aber das ist nur ein Teil der Kaufkraftdimension. Denn das, was wir ja vorher in den Episoden auch alles besprochen haben, ist, dass man auch etwas auf Pump kaufen kann. Und das heißt, dass ich gar nicht das Geld vorher verdient haben muss, sondern dass jetzt auf der Basis von Vertrauen und einem Versprechen auf zukünftige Wertschöpfung genauso möglich ist, heute schon kaufkräftig zu sein, indem man nämlich selber Schwellgeld produziert. Und das heißt, dieser Aspekt der Kaufkraft ist unabhängig von der Frage, ob ich jetzt genügend Einkommen habe. Wenn ich nämlich die Möglichkeit habe, sinnvoll nachzuweisen, dass ich wertschöpfungsfähig bin, dann kann ich auch jetzt kaufkräftig sein, indem ich nämlich Schuldverschreibung produziere. Mir ist diese Dimension so wichtig, weil es ist eine Frage, sind denn heute eventuell Schwellenländer oder sind Länder, die aufholen wollen, sind die denn kreditwürdig? Können die kaufkräftig sein, um die notwendigen Investitionen zu leisten? Weil dafür müssen sie nicht genügend Geld haben, sondern sie müssen genügend akzeptiertes Schwellgeld erzeugen können. Und die Frage ist, was dafür wichtig ist. Wann ist man in der Lage, selber Schwellgeld zu erzeugen? Und da wollte ich Sie bitten, sich zurückzuerinnern, welche verschiedenen Randbedingungen wir denn an die Kreditfähigkeit von Kreditinstituten gestellt haben. Also die Frage, die wir uns gestellt haben, war, was fordern wir von Geschäftsbanken, von Kreditinstituten, dass sie nachweisen, nicht konkursgefährdet zu sein? Nun, wir fordern auf der einen Seite eine Mindestreserve, und wir betrachten auf der anderen Seite ein gewisses Eigenkapital. Und das heißt, wir betrachten letztendlich, wenn wir das Eigenkapital betrachten, die Wertschöpfungsfähigkeit von einer juristischen Person. Es wird vielleicht noch einfacher, wenn wir uns überlegen, wann ein Unternehmen denn kreditwürdig ist.
So, und ein Unternehmen ist kreditwürdig, wenn wir eine positive Fortführungsprognose abgeben können. Das heißt, wenn das Geschäftsmodell dieses Unternehmens so ist, dass wir sagen können, wir können ein Einkommen, wir können eine Wertschöpfung in der Zukunft annehmen, die groß genug sein wird, dass man sämtliche Fremdkapitalien, also sämtliche neu geschöpften Schwellgelder in der Zukunft zurückzahlen kann. Und das ist eben die Dimension der Wertschöpfungsfähigkeit einer juristischen Person. So, und wenn Sie das jetzt übertragen auf die Nationen, dann heißt das, dass kaufkräftig eine Nation ist, die selber über ein Vermögen, was Wertschöpfung leisten kann, verfügt. Und die Frage, die man sich dann eben stellen muss, ist, was ist dieses wertschöpfungsfähige Vermögen? Und dieses wertschöpfungsfähige Vermögen, da schlage ich jetzt die Brücke zu dem, was ich eingangs gesagt habe, das besteht aus Rechten, auf Zugriffsrechten, auf Fläche, und es besteht im übertragenen Sinne aus dem Eigentum an einer Küche. Und das betrifft wieder die Komponenten Natur und Kultur. Das heißt, man braucht ein Vermögen an Natur und an Kultur, um wertschöpfungsfähig zu sein. Und das betrifft eben dann für eine Nation ein Eigentum an Natur und ein Eigentum an Kultur, an dem Besitz. Und Natur ist klar, das bedeutet eben für einen begrenzten Raum einer Ökonomie die Fläche, die man selber hat. Es bedeutet aber heutzutage in einer globalen Partnerschaft das Eigentum beispielsweise an Schürfrechten für den Abbau von beispielsweise Baustoffen oder den Zutaten, die man für Baustoffe benötigt. Und Kultur ist jetzt vieles. Kultur sind eben nicht nur die Produktionskapazitäten, sondern es betrifft die Möglichkeit, genügend Bildung zu haben. Kultur ist genauso die Möglichkeit, die Leute gesund zu halten, das heißt ein Medizinsystem. Wissen bekommt man über Bildung. Und es macht natürlich keinen Sinn, die Leute aufwendig auszubilden, wenn sie hinterher an Schnupfen sterben. So, und deshalb ist es auch wichtig, dass man ein funktionierendes Medizinsystem, ein funktionierendes Gesundheitssystem hat. Und das muss man alles organisieren. Das heißt, man braucht, und das ist eben die Institutionentheorie der Ökonomie, man braucht diese gesamten Institutionen. Und diese Institutionen müssen funktionieren, und zwar in der Fläche. Und das ist der gesamte Umfeld des Gemeinwesens. Und um dieses Gemeinwesen bereitzustellen in der notwendigen Qualität und auch in der notwendigen Quantität, um einfach die Kultur zu haben, um aus der Natur Wertschöpfung zu leisten, braucht man ein faires System der Finanzierung dieses Gemeinwesens, auf den dann hinterher die privaten Initiativen, um Wertschöpfungsfähigkeit darzustellen, aufsetzen können. Und das muss man alles eben organisieren. Und deshalb ist es so besonders wichtig, dass man in diesem Gemeinwesen und in der Finanzierung dieses Gemeinwesens eine entsprechende Verabredung trifft und dies für sich umsetzt. So, und in diesem Zusammenhang haben Sie nunmehr verfolgen können, wie die Organisation, wie wir sie hier bei uns in Europa haben, wie die funktioniert, weil wir sagen, wir wollen gewisse Komponenten des Gemeinwesens flächendeckend bereitstellen, und für diese flächendeckende Bereitstellung brauchen wir eben entsprechende Finanzierung, das ist eben vollkommen klar. Und das, was wir sehen müssen oder wie man es vielleicht sehen sollte, ist, wenn die privaten Initiativen Golf spielen wollen, dann muss eben jeder fair seinen Beitrag, seinen Clubbeitrag leisten. Und Sie können sich eben hinsichtlich der Fairness für diese Beitragsstruktur überlegen, ob es eben sinnvoll ist, dass eben jeder nur für die Benutzung des Golfplatzes eine Gebühr zahlt, oder ob es nicht fair ist, damit eben auch beispielsweise Studentinnen und Studenten und Schüler anfangen können, Golf zu lernen, dass eben diejenigen, die leistungsfähiger sind, eine höhere Gebühr zahlen als entsprechend die weniger leistungsfähigen. Das ist ein Hinweis auf das progressive Steuersystem, was wir in Europa eingesetzt haben, was aber zunehmend immer mehr unter Druck kommt. Das werden wir in einer weiteren Episode diskutieren. Jetzt wieder am Abschluss dieser Episode meine Bitte, das Gehörte
selbst zu reflektieren. Und auch hier haben wir wieder Ihnen einige Aufgaben zum Selbststudium vorbereitet. Und wir werden dann in den nächsten Episoden weiter uns dem Thema widmen, wie können wir denn insgesamt eine Zieldefinition hinbekommen, die wir gemeinsam verfolgen und welche Lösung wäre dann notwendig.